soll ich hingucken, ja, alles klar. Genau, so, ich stehe hier mit Detlef Scheele. Der wird am 1. April der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit und ist unser ehemaliger Sozialsenator. Herr Scheele, schön, dass Sie hier sind. Frohes neues Jahr. Ja, gleichfalls frohes neues Jahr. Schön, dass ich hier sein kann. Was wollen Sie denn anders machen als Ihr Vorgänger, Herr Weise, wenn es dann im April soweit ist? Na, ich glaube, es geht nicht um anders machen. Die Herausforderungen sind andere. Wir werden uns verstärkt um die Frage Zusammenhalt in Deutschland kümmern, Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen anders kooperieren mit Kommunen, als wir es bisher getan haben, weil man nur gemeinsam so etwas ins Werk setzen kann. Aber es geht keinesfalls um anders. Es gibt ja eine große Herausforderung. Sie haben es selber gesagt, 380.000 arbeitslose Flüchtlinge haben wir. Wie geht man diese Aufgabe an? Na, wir sind, glaube ich, ganz gut vorangekommen. Wir haben ja immer für Realismus geworben. 10% Integration im ersten Jahr nach Einreise, die schaffen wir zurzeit auch, hauptsächlich durch kleine und mittelständische Betriebe. Das funktioniert. Die Sprachkurse vom BAMF kommen besser in Gang als bisher. Und wir haben im Prinzip mit Praktika, berufsbegleitender Qualifizierung Programme entwickelt, mit denen wir relativ kostengünstig und ohne das Eingehen großer Verbindlichkeiten Flüchtlinge in den Betrieb integrieren können. Herr Scheele, Sie sind ja in Nürnberg beruflich, aber Sie wohnen ja noch in Hamburg. Sind Sie da auch sehr froh drüber? Weil in Hamburg passiert ja dieses Jahr wahnsinnig viel, in 2 Tagen Eröffnung der Elbphilharmonie. Also ich freue mich über die Eröffnung der Elbphilharmonie wirklich, weil wir haben lange gerungen, wie wir das hinkriegen als Hamburger Senat, wie die Betriebskosten gedeckt werden können. Das klappt alles und ich freue mich, Mittwoch dabei zu sein, ja. Sie sind Mittwoch dabei, genau. Waren Sie schon mal drin, trotzdem auf der Plaza? Kennen Sie schon? Ja, ich war auf der Plaza, ich war auch schon mal drin, auch in der Bauzeit. Und man muss wirklich sagen, also das ist ein Jahrhundertbauwerk, das über die Zeit hinausstrahlen wird. Das glauben wir auch. Wir freuen uns. Und jetzt freuen wir uns, Herr Scheele, auf die Rede des Chefredakteurs. Ja.